Der Landsitz Raymill House ist seit Jahren der bevorzugte Rückzugsort von Königin Camilla. Neben den Residenzen, die sie mit König Charles III. Teilt, ist dies ihr eigenes Anwesen, welches sie nach ihrer Scheidung von Andrew Parker Bowes Mitte der 1990er Jahre kauft. Sie lebt dort von 1996 bis 2003. Und obwohl ihr jetzt viele königliche Herrenhäuser und Paläste zur Verfügung stehen, sagen Freunde, dass sie sich dort am liebsten zurückzieht. Innendesign-Expertin Deepa Mehta Sagar beschreibt, wie es im Inneren aussieht. Zitat: Raymill House verfügt über mehrere Hektar Gärten, Ställe, einen Außenpool und eine elegante Terrasse. Riesige Fenster blicken auf üppige Gärten. Zitat Ende. All dies zeigt die Liebe der Königin zur Natur. Die Innenräume und Möbel sind mit Holzdetails durchsetzt, die Luxus ausstrahlen und gleichzeitig ein Gefühl von Wärme vermitteln. Hier kann die 75-Jährige abseits der Öffentlichkeit entspannen und Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern verbringen. Ebenso berichtet ein Freund von Camilla, Zitat: Sie muss sich auch nicht darum kümmern, wie es aussieht. Charles ist so pingelig, was Ordnung angeht, während sie ihre Sachen überall liegen lässt. Zitat Ende. Das 950.000 Euro Landhaus ist ein wahres Zuhause für die Königin, doch Charles hasst es. Sie soll darauf bestanden haben, ein separates Zuhause zu haben, Zitat, ohne königliche Diener und ohne dem unvermeidlichen Gerede, das ihr Mann anzieht, wo immer es hingeht, Zitat Ende, schreibt die Daily Mail. Ein Adelsexperte berichtet einmal gegenüber dem britischen Express, dass sie sich in Raymill mit einem großen Gin Tonic hinsetzen, ihre Schuhe ausziehen und die Coronation Street, eine britische Serie, sehen kann, die Charles verabscheut.